Hallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, hier zu einer weiteren Folge Let's Play Civilization 5 mit den Shoshonen. Ja, wir sind wieder hier und Deli hat hier verbotene Stadt gebaut, alles klar. Wir können irgendwas mit Glauben kaufen. Ja, wir können vermutlich einen Missionar uns holen, theoretisch. Wir haben die meisten Stadtstaaten hier schon konvertiert. Mit dir sind wir knapp nicht mehr verbündet. Naturwunder soll ich entdecken. Okay, wir hätten hier eine Quest für einen Handelsweg nach Bratislava. Kommen wir dahin von hier aus? Ja, theoretisch schon. Ist die Frage, ob das reichen würde. Aber ich. Okay, ich brauche 36 Einfluss, das würde sogar gehen mit dem. Dann machen wir das. Machen wir diese Mission. Ambroschitzi hier kann sich verschanzen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir ein paar mehr Bautrupps kriegen. Weil wir brauchen definitiv. Wir müssen definitiv unser Land hier aufwerten. Und zwar schneller, als wir es momentan gerade tun. Von daher würde ich sagen, lass mal hier die Werkstatt bauen und dann machst du mal noch Bautrupp. Alles klar. Gucken uns hier mal noch ganz kurz die Felder an. Und zwei in der Universität und zwei in der Schriftstellergilde. Das heißt, wir sollten hier auch relativ schnell große Schriftsteller bekommen, genau. Große Wissenschaftler hatten wir schon. Zwei Stück, weshalb es jetzt natürlich länger dauert. Jede große Persönlichkeit, die man generiert, erhöht die Kosten für die nächste um 100. Punkte. So, wollen wir das haben? Ich glaube. Jawohl, doch wer. Ja. Brauchen schon noch ein bisschen Produktion. Jawohl. Ne, ich glaube, ich nehme lieber das hier. Ich denke, das ist besser. Oder vielleicht Nahrung. Ah, zwei Runden weniger für die nächste Bevölkerungsstufe. Ja, nee, wir machen hier die Produktion. Das denke ich ist das Beste. Ups, warum kommen hier unsere ganzen Einheiten Richtung Norden? Habe ich hier da irgendwas vergessen, was ich machen wollte? Wahrscheinlich wollte ich Attila angreifen. Alles klar, er kauft wieder unsere Zitronen. Das gehört zu dir, oder? Ja, alles klar. Was ist hier los? Gegner ist in der Nähe. Achso, der Schwertkämpfer, ja. Dann kriegst du einen Schuss hier von unserer Stadt ab und dann macht dich der hier kaputt. Alles klar. So, kannst du. Nee, du kannst noch nicht hier wassern. Schade. Ich wollte nämlich ausprobieren, ob ich hier den anderen Kontinent mal entdecken kann. Allerdings brauche ich dafür erst Schiffe. Also größere Schiffe. Bessere Schiffe, wie auch immer. So, wollen wir den jetzt hier benutzen, um hier weiter auszubauen? Oder wollen wir lieber die Stadt hier unten ausbauen? Das ist hier die Frage. Wir haben genug Zufriedenheit. Warum wächst diese Stadt nur so langsam? 11 Runden. Hier Gold. Noch keinen großen Unterschied. Aber die drei Produktionen brauchst du schon. Das hier wegnehmen und dafür das hier benutzen, sind es nur noch 8 Runden. Können wir aber lieber das benutzen, das ist auf jeden Fall ein besseres Feld. Sieben. Ja, machen wir das Ganze so. Verlieren wir 2 Gold, 1 Produktion, kriegen dafür 2 Nahrung mehr, 2 Wissenschaft mehr. Ich denke, das ist okay. Die Stadt hier unten ist gewachsen. Das so. Ja, das ist jetzt unsere 5. Stadt. Das heißt, da kriegen wir leider kein kostenloses Aquädukt mehr und so weiter. Leider wurden hier in unseren Städten auch einiges an Sachen zerstört. Unter anderem hier das Aquädukt, glaube ich. Wo ist es denn? Ja. Das sollten wir dann gleich mal nach der Bibliothek wieder neu bauen. Das ist nämlich eigentlich sehr wichtig.
So, wo läuft hier unsere Straße entlang? Hier. Baust du mal hier eine Straße nach da unten und dann wirst du da unten alles modernisieren. So, Bratislava ist jetzt mit uns verbündet. Sehr schön. Alles klar. Und wir haben genug Geld, um in Kahoika zu investieren. Was uns extra Einfluss gibt, weil hier momentan gerade sie Investitionen wollen. Und dann kriegt man mehr Einfluss, wenn man ihnen Geld gibt. Alles klar. Wir haben Zucker durch Bratislava, was? Nehme ich mal an. Ja, sehr schön. Was seid ihr? Ihr seid kulturiert. Das ist auch gut. Mehr Kultur kann nie schaden. Ein Gegner ist in der Nähe. Ja, das haben wir schon erledigt. Verbindet mit Kahoika, verbindet mit Bratislava. Und Süleyman ist in der Renaissance. So, du verteidigst dich hier. Bratislava strebt nach Kultur. Bürger, die am meisten lachen. Ja, das ist normalerweise die KI. Ihr seht, die kriegt da richtig krasse Zufriedenheitsboni. Das ist nicht normal. Haben wir hier irgendwie einen Armbrustschützen, der da mithelfen kann? Ups. Wer ist jetzt dran? Da. Alles klar, und du kannst dir mal hier offenes Gelände Boni holen. Achso, nein, nein, nein. Na. Bail, das wollte ich gar nicht. So, Gusiute ist auch wieder gewachsen. Gott sei Dank haben wir ja hier jetzt die drei Fische. Das heißt, das geht relativ schnell. Oder wären wir zumindest auf zwei von drei. Haben wir Fischerboote drauf. Wollen wir das hier haben? Oder wollen wir die Stadt lieber schnell wieder aus. Ne, wir müssen auf jeden Fall hier den Glauben nehmen. Warum ich den gar nicht drin habe, ist eher die Frage. Keine Ahnung. Hier haben wir auch unser Aquädukt verloren. Sehr doof. So, hier Kultur 55. Kriegen wir pro Runde. Polynesien hat schon Langschwertkämpfer. Sieht es aus. Haben wir schon eine Freundschaftserklärung mit dir? Ja. Okay, aber er würde kein Verteidigungsbündnis machen. Schade. Können wir irgendwie sonst noch was handeln oder so? Willst du meine Pferde kaufen? Nö. Willst du Eisen kaufen? Nö. So, nee, warte mal. Ich glaube, ich habe es gerade falsch gemacht. Höhö. Ups, nochmal. Also er will sie kostenlos haben. Zwei Gold pro Runde. Ja genau, das alleine ist ja schon fast so viel wert wie die zwei Gold pro Runde. Ganz sicher nicht. Oh, er hat hier Ritter. Wir haben auch Ritter. Oder einen zumindest. Alles klar, wir brauchen aber, denke ich, noch ein paar mehr Triebbocke. Triebböcke. Ich weiß gar nicht mehr, was ich wollte. Ich glaube, ich wollte Afon erobern, weil es da Steine gibt. Und Räucherwerk haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Da wäre zwar Räucherwerk, aber das ist momentan noch nicht in unserer Reichweite. Alles klar, machen wir nächste Runde. Und du hast mich mal wieder denunziert. Alles klar. Geplünderter Handelsweg. Was? Ah, aber ist nicht meiner. Okay, alles klar. Dann ist ja okay. So, du dorthin, du dorthin. Kannst dich hier schon mal bereit machen. So, hier haben wir eine Festung errichtet. Und da hinten könnte ich mal eine Plantage bauen. Da könnten wir eventuell noch einen. Noch eine Zitrone verkaufen. Unreich hat mich denunziert, ja. Agadeika ist gewachsen. Okay, da ist auch der Tempel nächste Runde wieder fertig. Ist echt doof, das war war unsere beste oder zumindest mal unsere zweitbeste Stadt. Das können wir machen. Alles klar. Ach, jetzt hat er mich schon wieder geplündert, ey, dieser Penner. Okay, machen wir erstmal ihn hier kaputt. So. Ich komme hier einfach nicht rüber.
So, wo benutzen wir dich jetzt? Die Hauptstadt braucht eigentlich keinen, unbedingt. Ich denke, wir schicken den da runter. Du kannst dich verschanzen. Dann stell du dich mal lieber hier auf den Hügel. Das Gute ist, wir haben jetzt auch noch Bratislava auf unserer Seite. Das heißt, die werden von der Seite eventuell dann auch noch angreifen. Das ist schon mal gut. So, jetzt gucken wir mal, was er macht. Ob er jetzt nächste Runde noch unsere Gewürze plündert. Oder eins unserer Gewürze. Das wäre sehr doof. Ah, wir haben einen großen Schriftsteller. Oh, wir haben keinen Platz für ein großes Werk. Das ist aber nicht so toll. Wir hätten nur Platz für ein Ding. Für ein großes Kunstwerk. Wir haben denn gar keinen Platz für ein großes Werk. Das ist ja echt, echt seltsam. Hier, wir brauchen ein Amphitheater. Machen wir das mal so und dann behalten wir den einfach. Zur Erklärung, großes Werk ist einfach, also also große Schriftsteller, Künstler, Musiker, die können große Werke erschaffen. Und die generieren dann, wenn man sie halt in so einem großen Werkplatz hat, dauerhaft Kultur und Tourismus pro Runde. Und Tourismus braucht man, um den Kultursieg zu erringen. Und ja, deswegen ist es auf jeden Fall besser, das zu nehmen, als einfach hier so flat 390 Kultur, was jetzt nicht so schlecht wäre. Das wäre eine halbe Sozialpolitik fast. Aber trotzdem denke ich nämlich lieber großes Werk. Ja. Hätte mich vielleicht auf die zweiten Gewürze draufstellen sollen. Ja, komm du schon mal wieder hoch. Wir brauchen dich zum Reparieren. Alles klar, da haben wir ein 3-Produktionsfeld. Das brauchen wir eigentlich auch nicht momentan gerade. Dann bauen wir hier Bauernhof. Nächste Runde. Ja, natürlich, ich nehme alle Freundschaftserklärungen an, die ich bekomme. Ja, auch mit dir. Ich will zumindest mal ein paar Leute haben, die uns hier mögen. Gandhi hat das Industriezeitalter schon erreicht. What? What? Okay. Sind wir technologisch aber ganz schön krass behind. Hinter ihm. Aber nicht so gut. Was machen wir mit unserem Spion? Ja, den sollten wir dann mal hier nach Delhi schicken. Mal da ein bisschen Technologie klauen, wenn es geht. Verlieren Kontrolle über Bratislava. Schlecht. So, wo ist hier unser neuerer? Hier. Denke, wir nehmen das hier. Ja, dieser ganze Krieg letztens hat uns echt krass zurückgeworfen. Davor waren wir eine der stärksten Nationen überhaupt. Oder ja, wir waren auf jeden Fall relativ führend und jetzt sind wir ein bisschen am Arsch. Muss man so zu sagen. Haben wir irgendeine Handelsweg-Quest? Nee. Okay, der führende Spieler hat 283 und ich habe 275. Das heißt, ich bin nur ganz knapp hinten dran. Wenn ich meinen Kulturoutput ein bisschen erhöhen könnte, wäre das gut. So, wir könnten 22 Gold pro Runde bekommen durch den Handelsweg nach Honolulu. Allerdings würde er dadurch auch 14 Gold pro Runde bekommen. Das will ich jetzt eher nicht. Dann nehmen wir lieber den hier. Alles klar. Du solltest doch schlafen. So, du hier an die Grenze. Wie lange haben wir mit dir eigentlich noch einen Friedensvertrag?
Genau, beim Friedensvertrag, alles klar. Wieso wird das einem hier nicht angezeigt? Irgendwo muss das doch hier stehen, oder bin ich jetzt nur ein bisschen blind? Du. Keine Ahnung, ich sehe es jetzt zumindest nicht. Neue Politik. Wir könnten entweder Rationalismus uns jetzt sofort holen oder hier beim Patronat weitermachen, aber ich denke, wir brauchen auf jeden Fall Rationalismus, zumindest die Eröffnung. Weil man dann nämlich einfach 10% mehr Wissenschaft bekommt, wenn man nicht Unzufriedenheit hat. Also wenn man zufrieden ist, und das ist ziemlich wichtig. So, reparier du mal hier die Gewürze. Du stellst dich hier an die Grenze. Sobald deine Kaserne hier fertig ist, wirst du mal noch ein paar Triebwerke bauen. Ah, stimmt, wir wollten mit ihm zusammen Attila angreifen. Alles klar, okay. Jetzt ist mir klar, was los war. Gut. So, was sollte ich mir vielleicht mal aufschreiben? So, du baust jetzt hier die Straße. Schießen wir dich erstmal kaputt. Boah, der hat ganz schön viel Boni hier. So, machen wir das so. Muss hier nicht außen rum. Ah, weil hier keine Brücke ist. Wir brauchen hier auf jeden Fall eine Brücke über den Fluss, denke ich, auf Dauer. Du gehst mal in die Stadt und heilst dich. Es geht nämlich deutlich schneller. Du reparierst. Und du gehst da hoch. Oh, Kuala Lumpur haben wir irgendwie Einfluss, warum auch immer. 25 bräuchten wir. Ja, aber wir brauchen unser nächstes Geld erstmal, um Bratislava wieder zu holen. Ja, und da wir jetzt denen ihre Kultur nicht mehr bekommen, sind wir jetzt noch weiter hinten dran. Naja. Alles klar, er freut sich, weil er auch mit Arabien verbündet ist, so wie wir. Du willst eine Botschaft bei uns. Ja, wenn du uns da nicht angreifst. Alles klar, er mag uns auch. Attila! Es ist die Ah, Pflicht. der hat meinen Handelsweg geplündert. Oh, wir haben einen großen Propheten gekriegt. Alles klar. Jetzt ist die Frage, wollen wir ihn hier wegkonvertieren? Wir könnten seine Kultur jetzt mit dem großen Propheten komplett wegkonvertieren, theoretisch. Oder wir konvertieren ihn halt komplett, was uns unsere freundlichen Beziehungen erhält. Das Problem ist, da komme ich jetzt gerade nicht durch. Und da ich ihn hier auf Dauer auf jeden Fall annektieren will, weil er hier wirklich viele Wunder in Asur hat, würde ich sagen, konvertieren wir hier ihn mal. So. 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 Und dann. Zack. Alles klar. Ja, wir brauchen hier auf jeden Fall eine Brücke. Definitiv. Dieser Typ ist irgendwie echt ein bisschen unnötig. Boah, der viele Wale hier. What the fuck? Das ist aber mal ganz schön heftig. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Der hat hier sechs Wale an Ei. Aha. Okay, jetzt ist mir klar, warum der ziemlich gut dabei ist hier. Das ist ganz schön übel. Friedensvertrag mit Asurbina, alles ausgelaufen. Da sind wieder zwei unserer Städte gewachsen. Wo ist der neue Typ? Also hier das vier Nahrungsfeld. Achso, verdammt, welche Stadt ist noch gewachsen? Hä? Ich glaube Agadeika. Ja. Hatte ich das nicht schon gelockt hier? Ich glaube schon. Du kannst dann mal noch das hier nehmen. Grenze von Gosyuta haben sich erweitert, alles klar. Ja, demografiemäßig sind wir nicht so gut dabei momentan. Der Krieg hat uns wirklich, wirklich, wirklich zurückgeworfen. Forschungsabkommen für 250. Dann hätten wir halt nicht mehr genug Geld, um Bratislava, um uns mit Bratislava zu verbünden. Aber Forschungsabkommen brauchen wir. Wir brauchen Tech. Wir sind
techmäßig zu weit hinten momentan. So, du hast eine Beförderung gekriegt. Kriegst du hier mal offenes Gelände, kannst hier mal plündern. Und dich verschanzen. Ziehen wir hier mal unsere Einheiten nach vorne. So, wo können wir dich denn benutzen? Effizient. Azur würde eher genauso viel Geld kriegen wie wir. Das will ich jetzt eher nicht. Wieso habe ich überhaupt eine Karawane gebaut hier? Bin ich ein bisschen doof oder so? Hm. Bringen wir dir mal nach Mosonkani. Gucken wir, ob wir da ein bisschen mehr Geld mitmachen können. Reparieren hier unser eines Weizenfeld. Oben sind auch nochmal Wale. Ganz schön heftig. Ich könnten wir angreifen, aber es bringt nicht sonderlich viel. Ja, wir brauchen auf jeden Fall demnächst neue Zufriedenheit. Da würde ich sagen, baust du mal einen Zoo. Stallungen. Bringt uns das wirklich was? Wie haben wir hier? Wir haben hier ein Pferd. Ein Vieh. Ups, nein. Und ein Schafe bringen das keine. Doch, Schafe bringen das auch Bohnen. Ja, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Machen wir das zuerst. Das erhöht dann nämlich unsere Produktion. So, der Ritter. Wollen wir mit dem Ritter da jetzt reinlaufen? Ich glaube nicht. Jedenfalls nicht so weit. Ah, er hat zwei Gewürze, von daher bringt es auch nichts, die ihm wegzunehmen. Dann geh lieber wieder zurück. Hier hinlaufen. Problem ist, dass da wieder so ein dummer Hügel im Weg ist. Das heißt, da müssen wir dann wieder außen rum. Attila hat Frieden mit Bratislava geschlossen. Kuala Lumpur sucht Wissenschaft. Alles klar. Anstehende Sitzung. Ja, der. In 5 Runden haben wir die nächste Sitzung des Weltkongresses. Und dann haben wir unsere Dings fertig. Okay, hätte hier noch eine ganze Menge Einheiten stehen. Die Frage ist nur, hat Polynesien hier auch irgendwo Einheiten? Oder bin ich hier der Einzige, der hier angreift? Hm, kann ich ihn so angreifen? Da ist eigentlich der Hügel im Weg. Wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Gut. Will ich hier noch mehr Dschungel entfernen? Ich glaube nicht. Wir reparieren auf jeden Fall erstmal das da oben. Wieso bist du? Achso, weil da eine Karawane jetzt drin steht. Wir könnten die Karawanen benutzen, um unsere Städte wieder zu vergrößern schneller. Ich glaube, dafür habe ich sie gebaut, wenn ich jetzt mich nicht irre. Wir könnten Produktion nach Pohorki bringen. Oder Nahrung. Aber konvertiert ist die schon, oder? Ja. Geld haben wir eigentlich momentan gerade genug. Aber ich glaube, wenn, dann werde ich eher hier Gosiute wieder schneller zum Wachsen bringen wollen. So. Alles klar. Oh, unser Ritter wurde getötet. Das ist nicht so optimal jetzt gewesen. So. Genau. Konvertiere ihn hier. Der große Prophet ist einfach, der konvertiert einfach alles, was gibt quasi. Alle Leute, die hier irgendeinem Glauben anhängen, werden dann zu dem Glauben konvertiert. Und ja, in dem Fall sind es jetzt halt nur 8, das heißt 3 hier in dieser Stadt sind jetzt, haben keine Religion, aber es ist egal, weil alle unserem Glauben anhängen, alle restlichen. Bratislava und Indien sind jetzt Verbündete. Aha. Ist klar. 2 Runden, in 3 Runden habe ich genug Gold, dann kann ich ihn mir zurückkaufen. So, mal ganz kurz hier. Ja, der Hügel ist im Weg, wie erwartet. So hier. Plünderung. Bisschen zurücklaufen. Müsst ihn hier umbringen und. Ah, dann kommen wir nicht an sein großen Ding ran. Sonst hätte ich ihm jetzt sein
Großen Turm wegnehmen können, das wäre äußerst cool gewesen. Du sollst dich ausruhen. So. Achso, wollte ich die Straße überhaupt so bauen? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, so ist besser. Dann haben wir nämlich hier eine Reduktion. Also auf der Wüste läuft man ja langsamer. Da braucht man ja zwei Bewegungspunkte. Das heißt, da würden wir uns dann was sparen. Ah ja, er holt sich hier in 7 Runden das Räucherwerk. Klar. Ja, ich denke, das hier ist okay. Ja, also die Stadt regeneriert sich wieder ziemlich schnell. Jetzt ist auch gleich das Aquädukt fertig. Dann sollte sie auch wieder deutlich schneller wachsen. So, ah, da sind erst Einheiten von unserem Best Friend. Malakka sind wir begegnet. Auf der Karte finden. Ups. Malakka verlangt nach Glauben. Ja gut, da hat halt jetzt irgendjemand schon total viel Glauben, weil wir da natürlich noch nicht dabei waren. Die ganze Zeit. Wo ist unser großer Missionar? Da. Nee, nochmal wollen wir nicht das gleiche konvertieren. Wir wollen jetzt hier runter. Warum kannst du denn nur ein Feld laufen? Wahrscheinlich. Hier, nee, bei feindlichen Einheiten rumgammelt. So, wo ist deine große Einheit hin? Da. Ist klar, die nehme ich doch dankend entgegen. Beziehungsweise ich zerstöre sie dankend eigentlich. So, schießen wir nochmal seinen Tribok ab und dann stellen wir unseren Tribok hier drauf, denke ich. Reparieren. Und wann kommt hier unser neuer Tribok? In einer Runde, alles klar. Hier haben wir wieder Wachstum gehabt. Ja, das Feld kannst du benutzen und dann hier die Fische. Oder machen wir das mal so. Ist klar. Hey Mai, er bei der Buche vor El Kau. Ja. Bratislava werden wir jetzt eh in näherer Zeit nicht kriegen, wenn Indien das hat. So, er hat keinen unserer Einheiten angegriffen, wenn ich das richtig sehe. Oh, ein Basa Kongo hat uns eine neue Einheit gegeben, neuen Ritter. Cool, alles klar, der kann gleich mal hier hochkommen. Du kannst offenes Gelände nehmen und dann sofort hier hochlaufen. Ah, da sind Einheiten. So, Plünderung, dahin. Okay. Scheint so, als wollte er auch diese Stadt hier haben. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir die bekommen. Unser goldenes Zeitalter ist vorbei. Schade. So, hallo? Das Feld will ich auf jeden Fall benutzen. Nahrung und Produktion kombiniert kann nie schaden. Und dann noch das hier. 3 Runden weniger für den nächsten Bürger. So, was wollen wir hier jetzt noch als Gebäude? Wir wollen auf jeden Fall ein Aquädukt. Dann eine Werkstatt und ein Zoo für das Zoo. Wir brauchen nämlich mehr Zufriedenheit. Wir sind schon wieder, was Zufriedenheit angeht, ein bisschen mal am Rumgammeln. Florenz und Assyrien sind nicht mehr miteinander verbündet. Wenn ich Räucherwerk hier bekommen würde, in ein paar Runden, dann würde ich hier Einfluss dazu kriegen. Das heißt, die hätte ich dann als Verbündete. Das Gute ist halt, ich habe halt überall einfach schon 25 Grundeinfluss. Glaube ich, 25 müssten es sein. Ist natürlich äußerst praktisch. Baumwolle, okay. Warenlager entdeckt da oben. Und ein Basa Kongo will, dass man das killt. Okay, gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Blöde große Mauer. So, mal gucken. Oh, er hat das schon wieder zurückkonvertiert. Selber hier einen großen Propheten gehabt? Seltsam. Egal, wir können es ja jederzeit nochmal konvertieren. So, Einheitenbeförderung. Jetzt gucken wir mal. Könnte reichen. Könnte aber auch nicht reichen. Wenn es nicht reicht, wäre das natürlich ein bisschen bitter.
Ist das hier ein Hügel? Ach, das sieht man immer nur so schlecht. Wüste Hügel, alles klar. Dann nehmen wir hier unwegsames Geländeboni. Es ist, sollte eigentlich reichen. Du kannst ihn hier angreifen, oder? Ja, alles klar. Dann... Ich speichere mal zur Sicherheit, falls es doch nicht geht, weil ich will jetzt nicht hier... Ja, sollte... Ja. Gar kein Problem. Unsere Stadt. 9 Unzufriedenheit würden wir dadurch kriegen. Wenn wir sie als Marionette machen, wenn wir sie annektieren, bekommen wir 13 Unzufriedenheit. Natürlich ein bisschen suboptimal. Wir haben immerhin schon mal 155 Gold geplündert dadurch. Wir werden am minus 4 Unzufriedenheit. Das ist nicht so optimal. Machen wir sie erstmal zur Marionette. Eure Stadt wird religiös. Ah, alles klar, die hat gleich mal unseren Glauben angenommen. Und, ah, guck mal einer an. Wir könnten hier jetzt gleich schon Glauben produzieren, weil hier unser Glaube jetzt schon vorherrscht. Allerdings, funktioniert das nicht so gut. Weil es eine Marionette ist und mit einer Marionette kann man nicht die Felder selber... ja, sich selber entscheiden, wo man die Bevölkerungspunkte hinsetzt. So, wie kriegen wir jetzt neue Zufriedenheit? Das ist hier die Frage. Wir bauen hier einen Zoo, der ist in 11 Runden fertig. Wir kommen so oder so jetzt ins Negative, egal was wir machen. 4 Runden plus 5 Runden, 9 Runden hätten wir Räucherwerk. Wir bekommen aber nächste Runde schon minus 2 Zufriedenheit wegen Bevölkerung. Hat hier irgendjemand ein Luxusgut, das er uns verkaufen kann? Ich habe ja noch ein Gewürz übrig. Arabien hat 3x Färbemittel. Alles klar, Färbemittel gegen Gewürze? Yes. Okay. Sind wir immerhin schon mal auf plus 4. Gut, Attila natürlich nicht. Haben wir hier irgendwelche Luxusgüter, die wir hier erobert haben? Räucherwerk haben wir hier. Gut, das könnten wir natürlich gleich reparieren. Wie lange brauchst du, bis du da bist? 4 Runden, okay. Die neue Tribox ist da. Aber seine Hauptstadt wollen wir jetzt eigentlich noch nicht erobern. Wir wollen, wenn, dann die hier niederbrennen, damit Polynesien die nicht erobert. Machen wir das mal so. Und du stellst dich hier auf. Um ein bisschen rumzuballern. Ja, ja, ist ja. Ist ja alles gut. Ups, er versucht sich schon zurückzuerobern. Also, er hätte es theoretisch auch geschafft, hätte er halt eben. Hätte er einen Nahkämpfer gehabt. Hatte er aber nicht gehabt. Da ist ein großer General. Den kriege ich aber nicht. Alles klar, dann schießen wir euch hier mal alle kaputt. Blöder Hügel. Naja, machen wir erstmal den Tribok hier kaputt. Das klingt nach einem schlechten Plan. Du kannst dich mal heilen und du gehst da rüber. Und du machst diese Runde erstmal nix. So, wir können Abgeordnete einsetzen. Wir haben nur einen. Und wir werden die Weltausstellung versuchen voranzutreiben. Ein Gegner ist in der Nähe. Florenz steht unter dem Schutz von Dingen und Indien. Ach, der ist auch jetzt mit. Ach Gott, ey. Indien geht aber ganz schön ab hier, was das angeht. Nehmen wir mal an, der hat auch Patronarch. Ja, ja, ja. Ich bin gerade überlegen, ob man das nochmal sehen kann. Irgendwo konnte man das sehen. Ich bin jetzt nur gerade ein bisschen aufgeschmissen, wo. Irgendwo ging es auf jeden Fall. Nee. Nee. Wo war denn das? Irgendwo konnte man das sehen. Ich bin mir hundertprozentig sicher.
Weiß es nicht. Mein doofes Headset ist schon wieder leer. Naja, gut. Dann werde ich jetzt hier erstmal diese Folge beenden. Wir haben eine Stadt von Attila erobert und unser Nachbar im Süden hasst uns natürlich schon wieder, das war ja klar. Aber dennoch war das, denke ich, ganz okay, diese Folge. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, euer Violett.